So, meine Damen und Herren, guten Abend. Mein Name ist Dimitri Sacharow, ich bin der Regisseur von Leipziger Sandtheater und ich freue mich, dass wir heute so zahlreich hier zusammen sind, trotz schwieriger Zeiten. Und ich bin auch, also es ist auch ganz große Freude, dass wir im Rahmen von Leipziger Lachmesse heute ausnahmsweise nicht die Geschichte von Leipzig oder Atemlos oder alles anderes spielen, sondern wir spielen heute die Geschichte von zwei lustigen Kerle, Max und Moritz. Also das haben wir vor zwei Jahren inszeniert und ich fand das auch nicht nur für Kinder spannend, sondern auch für Erwachsene. Und deswegen ist das auch heute sozusagen in Leipzig hier. Und ich möchte ganz gerne unsere Sandkünstlerin Alde Tivisma auf die Bühne bitten. Das ist eine der besten Sandkünstlerinnen unserer Zeit. Мне что, сам то, чтобы билеты были проданы. Остальное. Шут. Знаете, сейчас такое время, что мы радуемся каждому зрителю, который приходит к нам. И несмотря ни на что, несмотря вот на какие-то внутренние чувства страха перед какими-то вирусами, все равно культура и искусство вот побеждают. Вот мы видим это, потому что люди идут, потому что людям надо живые эмоции, живое воплощение на сцене.